creme brulee ice, boy. Walking, no, that's I. Yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, lure me in my eyes. Yeah, all your dreams gon' die. Word, same old day with the same old flow. With the same. Come on. Verwirren ausnutzen. Flow. Müssen wir wahrscheinlich hier rum? Ja. Nochmal da rum? Ja. Ja, hätten wir. Ihr seid aber hier unten eigentlich nicht meine Ziele. Ich muss weiter wandern. Tut mir leid, Bruder. Aber. Ja, ich hätte ja auch gerne mit euch noch gespielt, aber Mama sagt, ich habe mal was zu tun. Mutter Henne sagt, ich habe noch was zu tun. Da kann ich leider nicht so lang bleiben. Nicht so lang bleiben, Boys. Okay. Quangermaßen müssen dahin, müssen die da töten. Erstmal. Umgelaufen wird's. Vorrücken, Männer. Ah, nee, ich bin ja nur ein Ein-Mann-Kommando.
hier die perfekte Mannstoppwirkung. Ich hab beide den Löffel abgegeben, mein Freund. Ihr seid doch alle ein Kommando Auswanderschüler. Du Hure, Mann! Was ist mit dir los? Ich würde sagen, wir laufen noch ein Ründchen außen rum. Aber auch schön, weiter geht's in der Runde.
schön, das war nochmal der Offizier. Verstanden. Nett für die ganze Munition, ich sag nicht danke erstmal. Ich finde auch immer das, was man verbraucht hat, sollte man auch wieder auffüllen. Ja gut, ihr seid ein bisschen geizig, aber ihr seid Nazis. Von euch halte ich sowieso nicht viel, ihr seid sowieso geizkram. Ach, anscheinend habe ich den sogar schon getötet. Vielleicht finden wir noch Informationen in seinem Haus. Gucken wir uns das nochmal an. Schlecht gelebt, das war leider nicht. Tja, heute werden Massenmörder in den Knast eingesperrt. Und damals haben sie so gelebt. Wo müssen wir überhaupt hin? Was haben wir noch vor an diesem Level? Gebiet verlassen dort. Und wir müssen erstmal da lang. Das heißt, vorbei an den ganzen schönen Nazi-Fahrzeugen. Der Feind sucht es mir, Wumpe, ich bin ja weg. Da noch ein bisschen Muni ab. Ja, ihr habt Glück, dass ihr nicht meine Aufgabe seid, Bruder. Oder doch? Anscheinend schon. Ich sehe ihn! Bruder, leg dich halt nicht mit mir an, ne? Nein! Guck dir erst doch mal hier an. Das ist ein ganzes Schlachtfeld von toten Soldaten, Mann. Du sagst, ihr habt hier einen toten Mann.
Da war aber auch ein bisschen geistesgegenwärtig. Denkst du gerade, du hast Feierabend? Nein. Geht direkt weiter. Ich laufe überhaupt in die richtige Richtung? Ja, tue ich. Das war genau gleich der Feind in die Form. Alliierten geben mir schon Deckung. Was ist in diesem Konvoi? Ach, unser Abreise ist jetzt bestimmt. Man hat ja alles Spaß hier gemacht, so. Aber irgendwann heißt es auch mal Yalla goodbye und man muss gehen im Leben. Im Moment gibt es einfach, da kann man ja nichts gegen tun, ist ja auch vollkommen normal. Aber jetzt ist wirklich Zeit, dass wir gehen. Die MKB 42 natürlich im Anschlag hier. Minuten. Okay, es geht ja noch.
Dieser Name wird für immer an das Massaker an den Partisanen von Alagra erinnern. Tapfer kämpften sie gegen die Kriegsmaschinerie der Nazis, hatten aber keine Chance. Ohne es zu wissen, sind sie direkt in die Falle getappt. Ich konnte Sophia, den Engel, nirgendwo entdecken. Viele der Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Partisanen starben jedoch nicht umsonst. Durch ihr Opfer gelangten wir an die Informationen, die wir benötigten. Wem weiß von der Operation Avalanche, dem Plan einer alliierten Festlandinvasion? Ein Angriff auf die Flotte wäre eine Katastrophe. Die Schlinge der Nazis um Europa würde sich noch fester zuziehen und es erdrücken. Da wäre noch etwas. Etwas Lebenswichtiges. Die USS Anchon ist das Kommandoschiff der Operation Avalanche. Das bedeutet, Hauptziel ist der oberste Kriegsherr der Alliierten. Böhm will General Eisenhower töten. Gestartet wird der Angriff von einer Nazi-Basis in den Bergen um Alagra. Ohne die Partisanen sind die Nellys Gangster die einzigen, denen es möglich ist, mir eine sichere Passage durch die Berge garantieren zu können. Weaver bereitet eine Bombardierung vor, aber es ist an mir, sie einzuleiten. Vielleicht finde ich ein paar Informationen zu den Plänen der Deutschen für ihr neues Spielzeug und kann dafür sorgen, dass sie es abschreiben müssen. Letzten Endes läuft es hierauf hinaus. Ich muss die Raketen aufhalten. So, Leute, dann geht's auch schon weiter hier in Sniper Elite 4. Er zieht sich erstmal hoch. Tja, schon heftig hier der Weg. Aber was sein muss, muss sein. Oder ein bisschen die Berufskleidung gewechselt. Hier kann man ja zumindest noch hopsala hops hoch springen, klettern, was auch immer. Nochmal kurz das Headset richten. Zack, und weiter geht's schon. Wir haben uns auch jetzt endgültig mal noch für einen neuen Kanalnamen entschieden. Also auch herzlich willkommen auf ACE Gamers. Das Herz der Finsternis. Ich muss da rein. Tja. Wäre der Laptop nicht so riesig, würden wir auch was sehen von der Karte, ne? Würde der Tisch zu klein? Man weiß es nicht. Jetzt sehen wir auf jeden Fall ein bisschen was von der Karte. Scheiße, aber auch okay. Oh, Heckenschütze.
Wäre also schon mal geschafft, ja. So, mal gucken, ich bin hier. Wir müssen hier. Oh, hallo. Wir müssen in die Festung eindringen. Okay. Tell me that you love me.